Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Ich sitze hier im Marktkauf in Münster-Gievenbeck und ihr könnt euch vielleicht an das Achtelfinale in Dortmund erinnern. Es war so eine geile Stimmung und ich habe mir überlegt, wie kann man diese Zeit, dieses Feiern, dieses Grölen, dieses historische Moment, wie kann man das festhalten? Und dann habe ich mir überlegt heute, wie geht das anderen Leuten? Und dann habe ich diesen netten Herrn hier vorhin einfach angesprochen. Der hatte nämlich ein ganz cooles Outfit. Und da habe ich gedacht, wie zieht man sich an? Wie muss man sich anziehen ab bestimmten Alter? Früher sind die älteren Leute immer irgendwie mit Strumpfhose, Omas mit schwarzen Strumpfhosen und die Herren mit so einer Bügelfalte, mit so einer Jerseyhose. Und er ist richtig cool. Das ist Udo, ein Kunde hier im Geschäft. Und ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, könnte ich Sie vielleicht mal fragen? Wir sind jetzt auch bei Du. Und insofern werde ich jetzt mal auf Udo halten und Ihnen ein paar Fragen stellen. Hallo Udo. Ja, die Kamera geht langsam ein bisschen dunkel. Wir müssen uns beeilen. Also, Udo, ich wollte dich fragen. Meine Schwester und ich haben beide so gesagt, es ist so schwierig, dieses biologische Alter irgendwie zu erkennen, festzuhalten. Geht dir das auch so? Also meine Kernfrage ist das für dich auch so wie für uns, also meine Schwester Eva und ich, wir sind uns da einig, dass wenn wir in den Spiegel gucken, da erkennen wir uns nicht wieder. Fühlst du dich auch jünger, als du jetzt, du hast gesagt, du bist 77, wenn ich das sagen darf, ist ja auch nichts Schlimmes. Ich mache das auch, weil ich diesen Monat schon 61 werde und ich kann das einfach nicht kapieren, wie schnell das Leben vorbeigeht, wie schnell die Zeit rumgeht und ob das anderen Leuten auch so geht. Wenn du kannst, ja genau, dann hier ist die Kamera, wenn du da, kannst du hier reinschauen, ja? Und dann kannst du einfach mal antworten. Ist das so, dass es dir auch so ähnlich geht, so wie mir, also oder wie uns? Also mir geht es genauso, möchte ich sagen. Ja. Also im Kopf bin ich jünger, als wie ich mich manchmal mit meinem Kreuz und meinen Wehwehchen fühle. Ich habe immer noch den Eindruck, ich muss noch viel dazulernen, ich kann noch viel dazulernen. Mhm. Mich interessiert, was in der Welt geschieht. Sehr gut. Ja. Ich habe nicht abgeschaltet und ich glaube auch nicht, dass ich das in der nächsten Zeit tun werde. Also solange ich noch klar im Kopf bin, möchte ich auch noch mit meinem Kopf in der Welt bleiben. Mensch, das ist toll. Also ich habe sowas gehofft, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auf sowas, auf so eine Antwort habe ich eigentlich gehofft. Ich guck mal, ob wir uns zusammen drauf kriegen. Und ich fand das ganz toll, was du da geantwortet hast. Ich werde Udo mal meine Nummer geben und vielleicht werden wir uns mal in Zukunft treffen. Münster ist ja nicht so groß. Haben wir mal einen Kaffee. Und insofern war es mein erster Interviewpartner in dieser Art, weil ich doch diese Frage Zeit, Leben, Lebenszeit tiefer beleuchten möchte. Weil warum sollen wir uns schämen für unser Alter? Ich werde dieses Jahr 61, also in diesem Monat, heute ist der 1.7., ich werde am 20.7. 61. Ich kann es nicht glauben, aber es gibt da jemanden, der genauso denkt. Und das war eine ganz tolle Antwort, Udo. Ich danke dir von Herzen, weil ich glaube, unsere Viewer, die Leute, die sich dir in meinen Kanal angucken, die haben auch manchmal so Gedanken. Und in diesem wunderbaren Stadion in Dortmund, bei dieser Feier am Anfang, das war so geil, das war so toll. Und ich habe gedacht, wie kann ich diesen Moment jetzt festhalten, in Erinnerung, außer nur mit Video oder so. Und das ist das. Man muss einfach drüber reden, man muss erzählen und dann ist dieser Moment wieder da. Und genauso ist das vielleicht auch mit unserem Leben, weil wir leben eigentlich nur aus der Erinnerung. Also das Hier und Jetzt ist schön, aber das geht so schnell vorbei. Und insofern, Udo, vielen, vielen Dank. Man darf aber auch noch immer einen Gedanken an die Zukunft verschwenden. Ja, selbst sollte wenn man auch. Schon älter ist. Natürlich, ja. Genau. Selbst wenn man...
es muss aufhören, dass Alter negativ belastet ist. Es ist echt dumm in unserer Gesellschaft, dass nur jung, 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 was zählt. Es ist natürlich im Sport, sieht das anders aus. Da wäre nun mal, wie jetzt siehe Spanien, ein 16-jähriger Spieler. Wir sind ja mal gespannt, wie das gegen Deutschland läuft, ob der vielleicht ein Tor schießt oder nicht. Aber stell dir vor, mit 16 ist der bei der Europameisterschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Was hat der noch alles vor sich? Und irgendwann wird er auch mal da sitzen, vielleicht mit seinem Handy, und wird jemanden interviewen und wird fragen, hey, was bedeutet das Alter für dich? Ich habe gegen Deutschland gespielt bei der Europameisterschaft 2024, und das ist dann, vielleicht gibt es da klimamäßig schon noch viel krassere Sachen als jetzt. Gell? Ja. Aber Udo, vielen Dank für deine Antwort. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder und wir machen noch mal ein anderes Video. Oh, und tut mir leid, dass ich so viel gequatscht habe, aber das ist ein Thema, was mich wirklich belastet, beziehungsweise beschäftigt, belastet nicht. Jeder muss ja da durch. Manche Leute sterben mit 30. Manche Leute leben bis 90. Und ich bin mir sicher, dass die 90-Jährigen genauso denken, dass die auch sagen, Mensch,